herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wir haben so ein bisschen Knete gemacht. Ich glaube 2-4 war es, wenn ich es richtig gesehen habe. Heute regnet's. Wetterbericht. Morgen nicht. Wiederholung habe ich die schon gesehen. Kenne ich bereits. Brief erhalten. Ich habe gehört, dass du hast meinen Leuten in der Stadt geholfen. Jeder scheint ziemlich dankbar zu sein. Ich verleihe dir hier mit dem besten Nachbar, beste Nachbarin Preis dieses Monats. Mit einem kleinen Geldbelohnung. Mach weiter so, Bürgermeister. Kein Ding. So, dann haben wir ein großes Ei. Das ist schon mal cool. Okay. Ich sehe schon, dass wir hier den Grünsalat fertig haben. Große Milch halten, schön. So will ich das. So, dann großes Milch, große Ei. Die können rüber. Dann fehlt mir nur noch ein großes braunes Ei. Das kommt auch irgendwann. Irgendwann mal. So. Geht's jetzt mit dem Ernten? Plötzlich. Ah, das war wieder nicht so gut geerntet. Egal, jetzt zieh's durch. Jetzt ziehe ich es durch. Hier kommen die 30 Erdbeeren hin und noch mal 3 da vorne, damit der Schaden gering gehalten wird. So. Jetzt sind nur 20 Erdbeeren. Oh, warte mal. 3, 8, okay, das war aber knappe Berechnung hier. Ja. Wir gehen auf die lange Reise. Und geben das Ei und die Milch ab. Das Ei und die Milch. Jetzt brauche ich nur noch ein Ei.
Ein Ei brauche ich noch. Und du hast heute zu. Nee, nee. Die Beeren nehmen wir noch mit. Den Meerrettich. Oh nein, das ist ein Lauch. Ich kann die Quest doch erfüllen. Ich habe nichts gesagt. Oh, Lauch. Komme ich denn auf Meerrettich? So, wer wollte einen Lauch? Mission, Evelyn und Beziehung. Wo bist du? Evelyn, okay. Dann gehen wir mal zu Evelyn. Die sollte jetzt zu Hause sein. Beim Regen. Nicht, dass sie krank wird. Okay, Georg, atme einmal bitte tief für mich ein. Dreh dich hier um, bitte. Georg, ich muss ehrlich mit dir sein. Du sollst dein Leben ein wenig umkrempeln, wenn du gesund bleiben willst. Ich empfehle dir, einen Natriumkonsum einzuschränken und deine Arme regelmäßig zu trainieren. Ich weiß selbst, was das Beste für mich ist. Für wen hältst du mich, mit hier irgendwelchen Vorschriften zu machen? Ich bin dein Arzt, Georg, so ist es nun mal. Und ich habe 8 Jahre studiert und gelernt, wie man Menschen hilft, gesund zu bleiben. Oh, tut mir leid, aber du solltest nicht hier sein. Diese Untersuchungen sind privat. Nicht so schnell, ich hätte gerne eine zweite Meinung von diesem jungen Mann. Nun gut. Was denkst du? Sollte Dr. Danke, Forel. Siehst du, Georg, ich versuche dir nur zu helfen. In Ordnung, ich werde auf dich hören. Danke für deine Hilfe, Forel. Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke dir recht herzlich, dass dieser Lauch sieht sehr lecker aus. Der wird Georg wirklich schmecken. Er liebt es, wenn ich Eier mit Lauch zum Frühstück mache. Ich bin aufgewachsen, habe irgendwo einen Tropfen gehört. Ich denke, das Dach könnte undicht sein. Früher war Georg sofort aufgeschoben, hätte es repariert. Seufz. Alex ist mein Enkel. Habe ich dir das schon erzählt? Er red lauter. Die bekommen so eine kleine Wohnung. Ja, wahrscheinlich halten die sich aber dauerhaft im Wohnzimmer und so auf, deswegen ist es nicht ganz so schlimm, wenn man kein eigenes Zimmer hat. Ja, komm, ich gehe direkt ins Bett. So, Wetter bricht war morgen sonnig, oder? Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.